werden jetzt im Folgenden erläutern, warum auch Forschung zum Krav-Maga als Selbstverteidigungssystem einen wichtigen Beitrag leistet. Das sind vieles von dem, was wir über Krav Maga denken, letzten Endes auch den modernen Action-Kino zu verdanken haben, aber auch in alltäglichen Situationen. Also bei uns zu Hause ist gerade die Weilerheizung kaputt, habe ich gehört. Das Erste, was wir machen, ist bei YouTube nachzugucken, was Fehlermeldung 20 bedeutet. Also die Medien sozusagen prägen ein Stück weit unser Wissen über die Welt, in der Nahwelt, aber sozusagen auch in der Auseinandersetzung mit den eher fernen Gegenständen, wie beispielsweise den Krav Maga. Für das Feld des Wing Chun hatten wir das im letzten Jahr hier schon mal thematisiert, im Anschluss an die Studie von Ben Judkins, der sehr deutlich machen konnte, dass die Popularität des Wing Chun in Hongkong vor allen Dingen mit den Iman-Filmen ab 2008 kurzfristig durch die Decke gegangen ist. Also gibt es eine ganz klare Korrelation zwischen diesen Filmen und der Popularität von Wing Chun in Hongkong und im Festland China. Interessanterweise ist genau das wieder fehlenden Weiterthematisierung in modernen Massenmedien ist auch dieser Boom wieder zurückgegangen. Wie wir gelernt haben, wir haben daraus auch eine Studie gemacht, ist es gar nicht so, dass Deutschland mit über 50.000 Mitgliedern allein in der EGTU die größte Enklave außerhalb Chinas ist, sondern tatsächlich weltweit. Nach Aussagen von Leuten in China, wir waren vor kurzem da und das vorgestellt, kam die Rückmeldung, wir trainieren gar nicht so viel, wir reden schon wie bei euch in Deutschland. Das Ganze möchten wir jetzt auf das Krav Maga übertragen, weil wir den Eindruck haben, dass auch das Krav Maga in den letzten Jahren in Deutschland eine steigende Aufmerksamkeit, Popularität und auch einen höheren Inklusionsgrad erreicht hat im Sinne von Zahlen und Mitgliedern. Wir sehen also, Guy Moore referenziert hier auf eine Studie, die Verbreitung des Krav Maga in über 120 Ländern der Welt feststellt. Und beispielsweise sozusagen vor dem Hintergrund auch solcher Filme, wie wir eben gesehen haben, ab 2008 in London, eine Vergrößerung der Krav Maga-Population über 800% dabei in einer Stadt. Bezogen auf das Krav Maga haben wir ausgehend von den größten Anbietern, die wir so gefunden haben, ja, das ist Krav Maga Union, die IKMF, Krav Maga Global, You Can Fight, Krav Maga DEFCON, und das Krav Maga Institut. Insgesamt 583 Anbieter verteilt auf die Bundesrepublik identifizieren können. Was ist verantwortlich dafür, dass das Krav Maga uns hat erreichen können? Zunächst einmal ist eine geopolitische Grenze zu überwinden, also von Israel nach Deutschland. Ab 2002 geht es los mit der Take-off-Phase des Krav Maga in Deutschland. Als Pioniere genannt werden hier Ralf Rüdlich, Markus Runkel, Florian Peter und Oliver Bechmann. Mit letzterem hatten wir die Möglichkeit, ein Interview zu führen. Und Bechmann gibt an, aus seiner eigenen Perspektive, also auf die Frage, also wie sind Sie zum ersten Mal mit dem Krav Maga in Verbindung gekommen und wann ging es los insgesamt in Deutschland, dass es halt in Norwegen und Schweden zu der Zeit, 2002, schon erste Gruppierungen gab. Und die hatten interessanterweise englischsprachige Seiten, die man verstehen konnte. Und das hat ihn halt bewegt, dann ein Trainingslager in Norwegen zu besuchen. Und von dort an war er angefixt. Gleichzeitig muss man aber dieses Datum auch ein Stück weit relativieren. Wie ist das nicht da? Wir hatten gerade berichtet, dass er bei einem Sicherheitsdienstleister war, der zum Beispiel behauptet, dass schon Mitte der 90er Jahre das Krav Maga insbesondere in behördlichen Strukturen in Deutschland angekommen sei. Also beim Militär vor allen Dingen und auch bei der Polizei schon Kontakte wohl existieren. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass das passieren konnte, ist die Organisation. Die Organisation von Krav Maga in Form von einem Verband, der den Ursprung hat in der Israeli Krav Maga Association, die ist 1978 gegründet worden, dann Mitte der 90er Jahre zur International Krav Maga Federation geführt hat, die seit 2002 offiziell aktiv in Luxemburg, Deutschland ist. Und wie das ist mit Organisationen, sie organisieren Prozesse über klare Strukturen und vom
Zwecke und brauchen dazu Mitgliedschaft und dementsprechend auch Systeme der Ausbildung. Und das stand alles schon so in den ersten guten, vermarktbaren Ansätzen zur Verfügung, sodass tatsächlich von der Organisation aus direkt sozusagen die Interessierten am ersten Pioniere in Deutschland aufgenommen und ausgebildet werden. Also auch hier, ähnlich wie beim BT, ist die Verbreitung vor allen Dingen in dem Erstkontakt über Person dann ein Organisationseffekt. Gleichzeitig, wenn wir uns erinnern, wann ist eigentlich Facebook, Twitter und Co. entstanden, ist es genau auch die Phase, wo sich sozusagen die neueren bekannten sozialen Medien in den Mittelpunkt einer weltweiten Aufmerksamkeit gespielt haben und dafür gesorgt haben, dass sozusagen Kommunikationsprozesse internationaler werden konnten und beschleunigt werden. Facebook 2004, YouTube, Twitter und Instagram. Und man kann davon ausgehen, dass diese sozialen Medien mit den Möglichkeiten, sich selbst und das System dort zu präsentieren, eben auch einen massiven Einfluss auf die Verbreitung haben. Also Blechmann hat es ja auch genannt. Ne? Auf einer Internetseite ist er darauf gestoßen, wie er verstehen konnte. Verstehen ist wichtig und auch hier wieder ähnlich beim BT, bedurfte es der Pionierarbeit. In den 90er Jahren ist das erste Buch bei Krav Maga in englischer Sprache publiziert worden. 92 ein Buch in englischer Sprache, das dann 2003 übersetzt wurde. Interessant ist hier, dass diese Werke herausgegeben wurden vom Deke Publishing House. Zvi Morik hat diesen Verlag 1975 gegründet und Zvi Morik ist einer der Senior Students von dem vermeintlichen oder tatsächlichen Begründer des Krav Maga, Emil Lichtenfeld. Also auch da haben wir ähnlich wie beim BT die Idee, dass es eine Distribution von Krav Maga spezifischen Informationen am besten über einen eigenen Verlag erfolgen sollte. Kommen wir sozusagen in den Bereich des Akzeptierens und des Bindens, also wie schafft man es eigentlich, sozusagen Menschen davon zu überzeugen, dass Krav Maga eine coole Sache ist. Und das läuft auf der programmatisch-normativen und kognitiven Ebene vor allen Dingen über Differenzen. Und auch das ist uns in vielen Feldern bekannt, wenn ich eine eigene personale oder soziale Identität konstruieren möchte, mache ich das vor allen Dingen über die Abgrenzung zu dem, was ich nicht bin oder sein möchte. Krav Maga ist dem Selbstverständnis nach keine traditionelle oder wettkampforientierte Kampfkunst, sondern reine Selbstverteidigung und hierbei ein Kampf ums pure Überleben, bei dem man sich um andere schnellstmöglich in Sicherheit bringen muss. Ja, also das ist von der Zwecksetzung ganz klar etwas anderes als beispielsweise das Judo für sich vermutlich formulieren würde, auch wenn es eine starke Selbstverteidigung gibt. Ich weiß nicht, ob das in dieser klaren Weise von einer Selbstverteidigung und dem Zweck des Überlebens die Rede ist. Aber also Überleben und nicht das gute Leben und auch nicht der Leistungsvergleich steht eben nochmal gar im Vordergrund. Und das scheint den Leuten Anfang der 2000er Jahre, trotz einer schon vorhandenen Popularität des WTs in irgendeiner Form geflasht zu haben. Ein nächster Punkt, der an vielen Stellen betont wird, ist das, was man Israelism nennen könnte. Also irgendwie ist scheinbar klar, dass Krav Maga in Israel irgendwie sozusagen noch ganz nah am Zaun der Granate ist und ganz nah irgendwie an Übergriffen an der Grenze, wo mit Messern und Waffen operiert wird. An der Stelle rastet eine Personalisierungsstrategie ein, die wir an anderen Stellen auch haben. Es geht um die Idee, dass sozusagen ein Soul Inventor dahinter steht und das ist im Krav Maga, in Lichtenfeld. Lichtenfeld war erfolgreicher Kämpfer im Aktivismus des Widerstandes und emigrierte 42 oder 44, das ist irgendwie widersprüchlich in den Quellen, nach Palästina und war dort dann ab 48 Chefausbilder der Israel Defense Force, IDF, für 16 Jahre ausgetreten und hat eigentlich ab dann angefangen, das militärische Krav Maga auf den zivilen Bereich zu übertragen. Wenn man es kurz zusammenfasst, also die Resonanz des Krav Maga ist das Ergebnis einer erfolgreichen Kommunikation. Erstens in dem Bereich Erreichen, und das geht zurück auf Pioniere, die in Deutschland vorhanden waren. Der IKMF als eine Organisation, die sozusagen Strukturen verfügbar gemacht hat für die nationale Verbreitung. Soziale Medien, die in der Zeit eine Take-off-Phase erleben. Bücher, die immer noch wichtig sind. Und einer in Deutschland schon gut etablierten, differenzierten und ich sag mal SV-sensiblen Selbstverteidigungskultur und Struktur. Also da waren wie Bechmann viele Leute, die schon was gemacht hatten, aber irgendwie das Gefühl hatten,
das ist noch nicht das, wonach ich suche. Wichtig für den Prozess der Identitätsarbeit ist hier Differenz. Und Differenz wird artikuliert in Richtung Sport, in Richtung Kunst und betont eine besondere Effektivität, die sozusagen im System begründet liegt, natürliche Reflexe und andererseits im Kontext, in dem dieses System entstanden ist, Israel. Von dort aus kann man sagen, dass Fachmara eine Akzeptanz findet, ist das Ergebnis von plausiblen, programmatischen, normativen und kognitiven Orientierungen, wie das Fachmara anbieten kann. Der Zweck ist rein, nämlich Selbstverteidigung und nicht irgendwie so ein Mischmasch auf Kunst, auf Sport, sondern rein Selbstverteidigung. Der Bezugspunkt ist ganz klar Gewalt und sonst nichts. Der Ausgangspunkt ist das menschliche Verhalten unter Stress. Der Modus ist ganz klar sozusagen ein moderner Modus der permanenten Evaluation und Re-Evaluation. Und die Identität wird zurückgeführt auf den Soul Inventor, nämlich das wird sozusagen zur letzten Sequenz des Vortrags, nämlich einer klitzekleinen Beobachtung zweiter Ordnung. Also letzten Endes jetzt sozusagen eine etwas stärkere wissenschaftliche Einordnung des Ganzen. Erster interessanter Punkt, die Begriffspremiere. Also wann taucht Kahnaga begrifflich zum ersten Mal auf? 1945 in Yehuda Marcus, Judo Shimushi. Es scheint also einen ganz klaren Sportbezug des Kahnaga zu geben, der sich zur Zeit der arabischen Revolte 36 bis 39 auch organisational eindeutig darstellt, nämlich durch den Zusammenschluss von Haganah, das war eine paramilitärische Organisation, die schon existierte, und der Hapoel, einer Sportorganisation, die unter anderem eben auch dazu führte, dass, was den Zweikampf anbetrifft und die Selbstverteidigung anbetrifft, Wettkämpfe ausgetragen wurden. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen technisch angucken, das hier sind Auszüge aus Defense Boards von Kofler 1942, sehen wir hier beispielsweise einen Headlock. Das wird ziemlich detailliert dargestellt und fotografiert. Und das ähnelt interessanterweise, also bis in die kleinsten Details, Lehrbuchdarstellungen des Krav Maga, die in der Gegenwart finden, als Standardliteratur. Beispielsweise Darren Mines Complete Krav Maga. Also es gibt auf der technischen Ebene interessante Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen zwischen Krav Maga-Techniken, wie sie gegenwärtig sozusagen als Standardinhalt des Krav Maga bestehen. Und Techniken, die zu einer Zeit sozusagen schon verbreitet waren, aber noch gar nicht als Krav Maga galten. Interessanterweise geht das sogar noch zurück, 1938, in dem Werk Hachover werden sowohl in gleicher Abbildung und Beschreibung Techniken des modernen Krav Maga dargestellt, als auch die genannten Prinzipien, natürliche Reflexe und situative Aufmerksamkeit zu nutzen und beispielsweise auch das Prinzip der Gleichzeitigkeit von Verteidigung und Gegenwind. Das ist jetzt hier nicht aufgeführt. Also Aspekte, die sozusagen heutzutage als gegen ihn Krav Maga Aspekte dargestellt werden. 1938. Wir erinnern uns, dass Ibi Lichtenfeld erst 42 oder 44 nach Palästina emigrierte. Das heißt also, es gab irgendwie jede Menge Krav Maga vor Ibi Lichtenfeld. Und dahinter steckt unter anderem eine Person, die in Deutschland eigentlich eher für seine Bewegungslehre bekannt ist, nämlich Moshe Feldenkrais. Und der hat halt die Idee, lasst uns mal gucken, wie Menschen auf Stress und auf Angriffe reagieren. Und das hat er mit dem Fotoapparat aufgenommen. Und Bilder davon sind in diesem Werk enthalten. Also hier sieht man, wie jemand natürlich reagiert, der irgendwie mit einem Batonschlag von oben angegriffen wird, und man sieht eigentlich das, was das Flinch Response heutzutage gut geworden ist. Zusammenfassend, die Geschichte mit der Abgrenzung ist plausibel, aber es ist sozusagen mit Blick auf die historische Situation nicht wahr. Also es gibt tatsächlich organisational, technisch und prinzipiell eine Verflechtung des Krav Maga mit dem Sport. Zweitens, diese Idee vom Soul Inventor ist ebenfalls total plausibel und an vielen Stellen irgendwie ein wichtiges Mittel der Identifikation. Das reduziert ja auch Komplexität eben auf eine Person. Aber auch hier muss man sagen, es gab jede Menge wichtige Einflüsse im Vorfeld und das. Also da gab es einiges vor ihm, wie Lichtenfeld,
was in Israel schon gelaufen ist und von dem offenkundig sozusagen das erklärte Krav Maga beeinflusst. Ich bin durch. Vielen Dank.